Geht es nach dem Willen der Großen Koalition, dann wird der Bundesnachrichtendienst demnächst nicht nur die neue Zentrale in Berlin komplett bezogen haben, sondern künftig auch auf einer neuen rechtlichen Grundlage arbeiten mit dem geplanten BND-Gesetz. Doch an diesem Papier hagelt es Kritik, etwa von Reporter ohne Grenzen, die von einem Generalangriff auf die Pressefreiheit sprechen, weil der Schutz von Berufsgeheimnisträgern darin überhaupt nicht vorkommt. Das Menschenrecht auf Pressefreiheit wird dreigeteilt, indem künftig Journalisten in drei Gruppen eingeteilt werden. Einmal deutsche Journalisten, Journalisten aus EU-Ländern und Nicht-EU-Journalisten. Und Journalisten aus Nicht-EU-Ländern und Journalisten aus EU-Ländern dürfen künftig schrankenlos überwacht werden. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr großer Skandal, weil im Prinzip Journalisten und ihre Quellen eigentlich schrankenlos geschützt sein sollten. Anwälte, Ärzte, Pfarrer, ganz normale Bürger würden ebenfalls zum legitimen Spionageziel, wenn sie ins Ausland kommunizieren und deutsche Sicherheitsinteressen berührt sind. David Crawford ist Investigativjournalist und US-Amerikaner. Er hat einige heikle Themen bearbeitet, etwa den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine. Er betont, dass auch Informanten von Journalisten vor Überwachung geschützt werden müssen. Sehr viele Auslandskorrespondenten arbeiten mit Leuten, die unter einer realen Gefahr, ob man in Syrien ist, ob man in Russland ist, ob man in der Türkei ist, dann kann man sehr, sehr große Probleme haben und man kann sogar dem Leben riskieren oder eine große, längere Haftstrafe riskieren, wenn es bekannt wird, dass man mit einem Journalist arbeitet. Es gibt andere Beispiele, etwa die Recherchen zu den Panama Papers, bei denen deutsche und ausländische Journalisten weltweit zusammengearbeitet haben. Die Opposition hält das neue BND-Gesetz insgesamt für verfassungswidrig, weil Grundrechte wie die Pressefreiheit oder das Fernmeldegeheimnis ausgehebelt werden. Die Privatsphäre ist für eine freiheitliche Demokratie konstituierend und insofern ist es wirklich ein Skandal, dass die Große Koalition eben aus den Veröffentlichungen von Snowden und den Diskussionen, die wir geführt haben, nichts gelernt hat und hier einfach versucht, diese Grundrechtswidrigkeit in Gesetzesform zu gießen. Anstatt nach dem NSA-Skandal die Kompetenzen des BND präziser zu fassen, sollen sie nun einfach ausgeweitet werden. Die Proteste dagegen beginnen gerade erst.